Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben ein Nickerchen gemacht. Jetzt müssen wir für Sambor einkaufen gehen. Ah, hier sind noch ein paar Riechen, die habe ich gestern Abend nicht gesehen. Weil ich wunder. Aber Schaufel scheint ja keine zu sein. Das war der Grund, weshalb ich eigentlich hier gucken gegangen bin. Und ich muss was essen. Wir haben aber ja Beeren. Damit lösen wir das Durst- und Essensproblem auf einen Schlag. Was sehr gut ist. So, die behalte ich mal und esse noch ein paar gebratenes Fleisch hinterher. Sehr gut. So, frisch gestärkt, frisch gesättigt. Hi Sambor, wo bekomme ich das Essen am geschicktesten? Dort nicht. In Gostovia tatsächlich, ne? Nur in Gostovia. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht sind auch wieder Wölfe da jetzt. Uns fehlt ja noch einer, dann könnten wir das in einem Aufwasch erledigen. Dann hätten wir Wolf und Dings. Weil da muss ich ja auch wieder nach Gostovia. Das wäre dann halt ein Aufwasch, ne? Wolf? Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht mehr... Klar, ist realistischer so. Aber angenehmer war es anders. Weil dann war man halt vorgewarnt, was da kommt. Ja. Scheinen uns nicht gewogen zu sein, die Wölfe. Was schon ein bisschen schade ist. Dann hätte ich es nämlich hinter mir. Wie sind? Mit dem muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Naja, dann gehen wir also noch Gostovia. Kaufen das, was der gute Herr hätte, gerne hätte. Dann kann ich auch gerade mal gucken. Unigos-Geschichte ist das, ne? Genau. 20 Uhr, 20 von jedem. Das ist schon eine Ansage, mein Lieber. Das ist schon eine richtige Ansage. Ich habe immer das Gefühl, man wird verfolgt, wenn diese Musik kommt. Glücklicherweise ist die Musik unabhängig vom tatsächlichen, von den Ereignissen in Medieval Dynasty. Aber bei anderen Spielen ist sie ja gern situationsbedingt. Heißt, man wird angegriffen, dann kommt eine entsprechende Musik. Dass man auch gleich weiß, dass man gerade angegriffen wird. Oder es Gefahr lauert. Das ist hier jetzt natürlich nicht der Fall. Noch nicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das mal geändert werden soll. Gehen wir mal shoppen in der Küche. Kriegen wir das, glaube ich, ne? Wo sind unsere Küchendame? Ich
Gänse, ja, ein Gänsehaus bräuchte ich auch noch, ne? Kann ich mir, glaube ich, noch gar nicht holen. Da ist die Küchendame schon mal nicht. Edwin Adelina war das, glaube ich, ne? Hi Adelina, du bist doch die Dame aus der Küche, oder? Jawohl, sehr gut. Was war das? 20 Kohl, 20 rote Beete. Hier müsste ich hin, ne? Ne, hier müsste ich hin. Kohl. Sie hat nur 10. Rote Beete. Hat sie auch nur 5. Okay, also ist das eher sinnfrei, wenn ich mir die Sachen hier jetzt hole. Gut, mach's gut. Dann kann ich mir das sparen. Weil dann kriege ich eh nicht genug zusammen. Dann muss ich tatsächlich... mal gucken, wie ich das von daheim aus organisiert krieg. Dann machen wir jetzt erstmal die anderen Quests weiter. Heißt, wir gehen jetzt nach Baranica. Und nach Branica. Und dann machen wir die Unigos-Geschichte später weiter. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Weil für die haben wir ja auch Zeit, also von dem her passt das dann schon. Immer mal gucken wegen Wölfen. Ah, natürlich, um den aus dem Weg gehen zu können. Und B natürlich. Wir brauchen noch einen. Aber hier unten sind eigentlich normalerweise keine. Waren zumindest in der Early Access nie welche. Von dem her sind wir da eigentlich ziemlich safe. Die Fässer hatten wir, glaube ich, schon. Dann gehen wir mal hoch nach Baranica. Gucken mal, wer da was von uns will. Oder wer da was braucht und dem wir da helfen können. Gucken wir mal. Hoppala. Bisschen schlägern. So, wer von euch braucht denn hier was? Ah, hier sind nur 2 Herren, das ist schon mal ungünstig. Oh, wir haben ja gleich 2 Quests, okay. Hi, Moimira. It's nice to meet you. Schön, dich zu sehen. Kann ich dir bei etwas helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Ich habe versprochen, ein paar Hosen für die Leute hier zu nähen. Okay, machen wir. Und was hättest du gern, Norbert? So, kann ich dir bei etwas helfen? Zeig mir mal deine Waren, by the way. Ach, du bist Kräuterkundler bist du jetzt. Okay, du warst mal Landwirt. In der letzten, stimmt, in der Early Access, ganz am Anfang warst du Händler, danach warst du keiner mehr. Kann ich dir bei etwas helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht mal mehr mit mir reden. Ich glaube, sie steht neben dir. Vielleicht könnte ich mit ihr sprechen und sie überzeugen, dir zu vergeben. Das wirst du für einen Fremden tun? Ich danke dir vielmals, bin gleich wieder da. So. Das dürfte seine Frau sein, vermute ich mal, ne? Gucken wir mal. Familie, was hätte sie gerne? 2 Flachs.
Und 6 Leder, okay. Sprich mit Moimira, genau, sie steht direkt neben ihm. Das ist ja praktisch. Hallo, schöne Frau. Natürlich, also, was willst du wirklich? Ich denke, du sollst dich mit deinem Mann versöhnen, er vermisst dich. Und er schickt einen Fremden zu mir, anstatt selbst herzukommen. Du hast das doch mitgekriegt, du stehst doch daneben. Er ist so faul, er kann sich nicht einmal daran erinnern, wann er mir das letzte Mal Obstkuchen für mich gebacken hat. Früher hat er ihn einmal die Woche gemacht, nun kommt er von der Arbeit und legt sich direkt ins Bett. Ich denke, ich sollte gehen. So, hi Norbert. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zurückzukommen. Sie sagt, du seist faul. Irgendwas mit Obstkuchen und dass sie wütend ist, dass du einen Fremden schickst, anstatt selbst mit ihr zu reden. Warte, du erwähntest Obstkuchen? Das ist es. Ich bin sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir noch eine Chance geben. Fremder, ich bitte dich nur ungern noch einmal um Hilfe, aber ich brauche noch ein paar Zutaten für das Rezept. Könntest du sie für mich besorgen? Die meisten habe ich schon, aber ein paar brauche ich dann. Okay, was brauchst du denn? Ich glaube, das waren Beeren, ne? Ei. Ein Ei. Also zwei Ei. Eieiei. Ei. Haben wir hier noch einen zweiten Händler? Ne, nur den Norbert, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal Ei besorgen. Das kriegen wir hier in Borovo. Können wir vielleicht unterwegs auch Leder besorgen, weil da gibt es ja auch Wildschweine. Und Ei, wer hätte es gedacht? Die liefern Leder. Es passt ja. Normal hat er immer nur Beeren oder sowas gebraucht für den Obstkuchen. Hm. Oh. Wolle? Wollgarn? Wollstoff. Da ist ein Wildschwein. So, halten wir mal. Und gucken, wo das zweite ist. Das sind Wiesen, glaube ich, ne? Ja. Brauchen wir noch ein zweites? Habe ich genug Leder? Ne, zwei brauchen wir noch. Und da ist der andere Kollege, oder das sind zwei andere Kollegen. Einer reicht mir. Einer reicht mir völlig. Gibt da nämlich nochmal ein paar Leder. Kaputt Steinmesser. Pfeil haben wir keinen zurückgelassen, dann machen wir mal einen Abgang. Dann machen wir direkt einen Abgang. So, Eier müssen wir besorgen. Oh, Hasenparade. Und aus ist die Musik. Immer noch ein bisschen Hoffnung, dass da ein Wolf unterwegs ist, wobei die Chance ausgesprochen gering ist, weil hier sind eigentlich keine normalerweise in dem Gebiet. Da hinten weiter dann wieder. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Und für die Wolfsquest haben wir ja auch 2 Jahreszeiten Zeit, also von dem her. Können wir das auch in der nächsten dann noch abliefern?
So, wo ist denn die Inga? Inga! Meine liebe Inga. Da ist sie. Hallo Inga, meine Liebe. Zeig mir deine Waren, bitte. Zwei Eier brauchen wir. Ich würde auch gerne noch Dung kaufen, aber ich habe nicht genug. Außer ich verkaufe ein bisschen was, ne? Federn können wir verkaufen. Haben wir natürlich da Kohle dabei. Pelz könnte ich noch verkaufen. Oh, ich habe noch Pelzschuhe. Hoppala. Die können wir verkaufen. Den Pelz glaube ich auch. Da habe ich eigentlich auch genug. Das Leder brauchen wir. Steinmesser brauchen wir auch. Tierfutter, Tollkirsche. Wolle, Wollgarn. Was habe ich denn Schweres dabei? Brennholz. Könnte ich eigentlich auch verkaufen, ne? Den Dung natürlich, aber da bräuchte ich sogar noch mehr. Stöcke. Brauchen wir, glaube ich, noch. Tierfutter, Wolle. Da ist jeweils nichts Schweres. Die Holzriechen wiegen gar nichts. Ach so, Beeren haben wir 5 Kilo. Und Fleisch natürlich, ne? Verkaufen wir, glaube ich, auch. Kann ich momentan nicht viel mit anfangen und es belastet mich nur. 32 gebratene Fleisch. Können wir vielleicht auch mal die Hälfte von verkaufen, ne? Jetzt wollen wir wieder ein paar Kilo freikriegen. Was habe ich hier alles Schweres dabei? Nix, okay. Trotzdem noch, ach so, ja, den Dung halten, ne? Aber dann könnten wir vielleicht noch die 9,5 Kilo. Und Ei haben wir ja gekauft, ne? Ja, zwei Eier. Vielen Dank. See you soon. See you soon, genau. So, dann kann der nämlich seinen Kuchen machen. Und dann kann ich wieder nach Branica oder weiter nach Branica. Muss dann ja nochmal nach Baranica zurück. So wie ich die Quest in Erinnerung habe. Muss man am nächsten Tag nochmal vorbeikommen und sich Kuchen abholen. Flachs hätte ich noch gebraucht. Das ist auch noch ein Wagen. Das ist aber... Nee. Eine Hose liegt hier. Ups, werden die wohl verloren. Und eine Fackel. Ja, manchmal muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Oh, eine Holzschaufel. Manchmal sind die Sachen echt ein bisschen weiter entfernt. Und nicht immer so offensichtlich. Mehr haben wir hier aber nicht, ne? Ne. Gut. Asi. Da ist der Wiesent, den müssen wir jagen noch. Irgendwann. Aber natürlich nicht gerade jetzt. Den Wagen hatten wir schon. Da war ja die Wolle drin. Die könnte ich natürlich auch verkaufen, aber will ich eigentlich nicht. Immer so mal einen Blick ins Waldinnere werfen. So, dann gucken wir mal, dass wir für die Moira brauche ich noch Flachs. Den kann ich aber
in Branica dann kaufen. Das ist gut. So, hi Norbert. Hier ist alles, worum du gebeten hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt und ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ich helfe gern. So, warte auf den nächsten Tag, genau. Du bist kein Händler, ne? Nee. Bäh. So, dann können wir wie gesagt nach Branica gehen. Da kann ich dann nämlich noch den fehlenden Flachs kaufen. Und dann können wir die Quest nämlich am nächsten Tag auch erledigen. Dann haben wir da quasi einen Aufwasch. Können wir beide Quests auf Mal machen. Ja, da oben ist ja auch immer mal wieder was, ne? Dann vielleicht sollte ich nochmal nach. Da haben wir ja eine Tasche gefunden. Müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal hingehen. So, Lobomir, achso, ich. Tibalda? Das ist überall nur Zweier. Du hast eine 3 in Landwirtschaft, aber nur eine 2 im Crafting. Hallo da. Zeig mir mal bitte deine Waren. Best goods in the valley. Ja, glaube ich. Ich brauche aber Flachs. Flachs oder Flachshalm? Vor allen Dingen wie viel? Mach's gut. Was brauche ich denn? Flachs. 2 Flachs brauchen wir. Okay. How can I help you? Zeig mir mal bitte deine Ware. So, 2 Flachs. Okay. Have a good Mach's day. Gut. Wer von euch hat hier die Quest? Du. How is life treating you? Kann ich dir bei etwas helfen, Bogdan? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört hat. Und könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zu sammeln, um das Haus wieder aufzubauen? Machen wir. Was hätte er denn gerne? Können wir hier direkt mal gucken. Wiederaufbau. 25 Holzstämme und 17 Steine. Jetzt sind wir natürlich hier mit unseren vielen Dunkilus. Ein bisschen, ich kann nicht viel tragen. Ich könnte aber den Dünger hier ablegen, ne? Und danach wieder mitnehmen. Das geht ja auch. So. Genau, den kann ich ja wieder mitnehmen. So, Steine und Holzstämme waren das. Ich weiß, dass Birken nicht viel bringen, aber die stehen jetzt am wenigsten im... Also, die stören am wenigsten, wenn sie fehlen, sagen wir es mal so. Deswegen schnauf nicht so, Kasi. Zack. Zwei. Irgendwie sind jetzt 2 Songs ineinander gespielt. Hab ich den Eindruck. Den wollte ich nicht, den wollte ich. Vorteil der Birken ist natürlich, die sind noch am schnellsten gefällt.
Können wir die erste Ladung schon mal abliefern? Hopp. So, mein Lieber. Hier sind schon mal ein paar der Materialien. So, machen wir mal weiter. Zehn haben wir abgeliefert. Hoppala, da ist er. Doch, doch gerade, wo ist er denn hin? Einer muss hier noch sein. Da. So, fällen wir aber auch noch ein paar andere. Der fällt gar nicht. So. Steine brauchen wir ja dann auch noch. So, da haben wir nochmal 12, dann brauchen wir noch 3. Die machen schon das Lagerfeuer. Wie spät haben wir es denn? Hi. Hier sind nochmal ein paar Materialien. So, der Rest folgt. 3 brauchen wir noch. Haben wir hier irgendwelche, die geben alle 4, glaube ich. Naja, einer zu viel dann. Kann ich ja vielleicht noch einen verkaufen. Und Stein brauchten wir, ne? 17 Stein. Könnte ich jetzt nicht so aus der Mine holen, aber ich glaube, die habe ich auch hier schnell gesammelt. Hier waren gerade ganz viele zu sehen. Da sollte es, glaube ich, nicht so schnell dran scheitern. Aber so ein Stock. Elf Steine. Noch 6 schaffen wir, glaube ich, nicht. Liefern wir die gerade mal ab. Das ist noch so hell, aber es ist halt Sommer, ne? So, hier nochmal ein paar Materialien und dann kriegst du noch ein paar Steinchen. 6 Steine brauchen wir noch. Die sollten wir ja schnell gesammelt haben. 1, 2, 3, 4, 5. So, da ist Nummer 6. So. Und das sollte alles sein. Vielen Dank. Ich danke dir. Im Gegenzug zeige ich dir ein paar Bautechniken, die ich mir angeeignet habe. Sehr gut. Wir haben das neue Haus freigeschaltet. Okay, das große haben wir jetzt freigeschaltet. Zeig mir mal bitte deine Waren. So, dann kann ich dir nämlich gleich mal den Holzstamm noch. Achso, ich hätte ja auch ein Dings draus machen können, ne? Stöcke kriegst du mal noch ein paar. So. Den Rest, die Federn darfst du auch haben. Den brauchen wir auch nicht. Leb wohl. See you soon. See you soon. Den darf ich jetzt nicht vergessen. Das ist meiner. So, und euch. 3 Landwirtschaft wäre ja noch okay.
Weiß noch nicht. So, warte auf die nächste Jahreszeit. Nee. Sondern wir haben hier warte auf den nächsten Tag. Müssen wir hier noch nach Tutki? Nee, nach Rolnica. Technologie, da haben wir jetzt das Haus freigeschaltet. Punkte. Das nächste wäre Holzschuppen 2. Haben wir hier eigentlich Holzzaun, Holzgatter. Die bräuchten wir auch noch. Wann kommt denn die Palisade? Haben wir die schon? Lattenzaun? Ne, haben wir noch nicht. Wo kommt denn die? Wo kommt denn die Palisade mit? Da macht ja auch keinen Sinn. Bauhütte? Steinmäuerchen? Da ist die Palisade. Im Holzschuppen. Ah, und da kommen dann noch Holztische, Holzbänke. Okay. Standfackel, die könnte ich eigentlich schon mal kaufen. So. Baumstammtisch. Könnten wir auch schon mal mit anfangen. Und die Hocker würde ich auch noch machen. So. Jetzt würde ich auch gerade auch noch mal gucken, ob wir eigentlich genug Essen im Ding haben oder ob ich Lager, 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 Lager da unten. Nahrungsmittellager. Wir haben gebratenes Fleisch. Oh ne, wir haben aber keine Suppen oder ähnliches. Nicht gut. Dann würde ich sagen, lassen wir uns hier irgendwo in der Nähe von Baranica nieder und gehen dann morgen aber heim. Und machen dann die anderen Quests an einem anderen Tag. Dann kann ich nämlich gucken, dass ich morgen dann... Habe ich eigentlich genug Stücke? Ja. Dann kann ich da nämlich gucken, dass ich die... So, wie spät haben wir denn? 19.59 Uhr. Schlafen. So, sprich mit Norbert. Machen wir. Und im Zuge dessen können wir dann auch direkt mit der Moiana, wie hieß sie, reden. Nobby. Ronald? Alina. Ach, das ist ja unsere damalige Frau. Zeig mir mal deine Waren. Du hast noch Dung. Da könnte ich noch mal welchen von kaufen, ne? Mal gucken, dass ich nicht zu schwer werde. So passt's. Gut, mach's gut. Wo ist Nobby? Da ist Moiana. Sehr gut. So, schnell. Hast du alles, was ich brauche? Ich hab's eilig. Entspann dich. Ich habe alles hier wie versprochen. Sehr gut. Nobby? Da ist Nobby. So. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir? Ich wollte dir nochmals dafür danken, dass du meine Ehe gerettet hast. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas von dem Obstkuchen gemacht, bei dessen Zubereitung du mir geholfen hast. Oh, danke, gar kein Problem. Ich freue mich, dass ihr wieder zusammen seid. Passt auf euch auf.
So, wir haben einen Obstkuchen gekriegt. Und müssen jetzt mal gucken, dass wir heimkommen. Und dort dann Essen kochen. Bevor uns die Leute die ganzen Materialien so roh wegfuttern. Das wäre extrem ungünstig. Tum-tum-tum-tum. Auf nach Hause. Ja, ja, das Wildschwein ist da. Kann ich aber gerade gar nicht gebrauchen. Weil ich bin gewichtstechnisch ziemlich voll. Hoppala. Nervöser Zeigefinger. Und wir stinken mal wieder. Dann werde ich jetzt auch nicht unbedingt durchs Wolfsgebiet heimgehen. Sondern gucken, dass wir den direkten Weg da nehmen können. Also hinter Gostovia hoch quasi. Weil von hier aus ist der andere auch nicht so viel. Hm. Ich glaube, es ist fast kürzer, wenn wir hier lang laufen. Dann kann ich da vorne durch den Bach. Dann wären wir nämlich auch wieder sauber. Und gehen dann da hoch. Hoch in die Berge. Zu unserem Dorf. So. Und dann können wir auch direkt einen Schluck trinken. Und schauen, dass wir heimkommen. Mal ein Schlückchen trinken nebenher. Wenn man so die ganze Zeit am Reden ist, das kriegt man schon einen trockenen Hals von. Rehe sind ja okay. Ich bin eh gewichtstechnisch ziemlich voll. Ein bisschen durch Essen könnte ich noch ein bisschen wegkriegen. So viel unterwegs aufsammeln können wir jetzt nicht. Da ist ein Luxibux. Gehe extra hier abseits vom Weg, weil da ist der Kollege. Dem muss ich nicht zwingend über den Weg laufen. Nicht wirklich zwingend. Da sind Rehe. Immer ein bisschen die Augen offen halten, weil wie gesagt, es können ja auch... Ich glaube, tagsüber sind die nicht groß unterwegs, die Räuber, abends eher. Bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Hatte ja noch keinen Kontakt mit den Herren. Leg es aber auch nicht unbedingt drauf an. Ich meine, soll sich's wohl lohnen, wenn man sie trifft, also das überlebt. Weil die wohl ganz interessante Sachen teilweise dabei haben. Aber
Oh, was fällt mir gerade ein? Wir sind in der letzten Jahreszeit gar nicht in der Höhle gewesen, ne? Ganz vergessen. Da, unser Dorf. Ich mag den Platz einfach so sehr. Und dann können wir uns direkt mal hinstellen und ein bisschen was kochen. Nehmen wir ein paar Zwiebeln und ein paar Teller und machen ein bisschen gebratenes Fleisch oder so. Nee, das freut mich wirklich riesig, das Dorf hier. Wunderschöner Platz. So. Dann gucken wir mal. Liefern wir mal ab und holen gleich ein paar Teller. Ah, da hat die Dame auch schon gewirkt. Okay, also den Flachs kann ich jetzt auch gleich schon mal umgestalten. Das machen wir gerade. Feld 2, genau. Den Flachs machen wir hier zu Kohl. Kohl, da. Weil das ist das Einzige, was ich jetzt groß im Sommer anpflanzen kann. Ja, wollen wir. So, und da haben wir rote Beete, Zwiebeln und Karotten. Zwiebeln und Karotten sind, glaube ich, leer, ne? Wenn ich das richtig weiß. Die rote Beete ist noch da. Ah, Karotten sind auch noch da. Okay, also nur die Zwiebeln sind weg. Ach stimmt, wir hatten Karotten im Herbst gepflanzt. Die hat sie jetzt geerntet. Stimmt, ich erinnere mich. So, das war dann hier. Da haben wir die Zwiebeln. Die sind frei geworden. Genau, die da. Da machen wir auch Kohl. So. Dann haben wir, glaube ich, da schon mal alles wieder, was wir so brauchen. So. Da sind wir auch fast voll. Tierfutter ist auch Materiallager. Wolle, Wollgarn, Wollstoff. Bretter können wir mal rausnehmen. Ich brauche aber erstmal Holzschalen. Dass wir da ein bisschen was kochen können. Und Teller nehmen wir vielleicht auch nochmal ein paar mit. So. Wir sind leicht überladen. Das kriegen wir durch Essen wieder hin. Dann sind die Beeren so. Reicht erstmal. Man, wir hätten es eh nicht weit gehabt, weil ich will den Dung will ich hier gleich ablagern. Ablegen. So. Dass wir da nicht noch die Kapazität im Ding. Da müssen wir morgen am nächsten Tag erstmal nochmal ein Holzlager bauen, ne? So, und ich gehe dann jetzt kochen. Ist eh am Ende der Folge. Dann können wir. Dann braucht ihr nicht dabei sein. So, was haben wir denn? Fleisch. Nehmen wir von dem natürlich mit. Und ich habe nur noch 4 Kohl. Das heißt, mit der Kohlsuppe ist es vorbei. So, und dann nehmen wir noch Zwiebeln für Fleisch mit Soße, ne?
Oder Karotten. Karotten kann ich ja auch noch was machen. So, und den Obstkuchen, den kann ich hier ja auch schon mal stiften. Das gebratene Fleisch behalten wir. Ach, da habe ich ja auch noch mal Kohl, stimmt. Den Obstkuchen stiften wir. So. Kessel verwenden wir. Suppen, Eintopf. Ja, und damit sage ich dann schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.